So, ich würde sagen, wir fackeln jetzt gar nicht lange rum, Chat. Ganz kurz, kann jemand im Chat bitte einer Freundin von mir kurz erklären, wie sie ihren scheiß Namen ändert, okay? Die will hier bei mir im Stream was in den Chat reinschreiben und ist einfach zu dämlich. Die ist zu dämlich, um es zu machen, ja? Schreibt mir hier, sie hat eine E-Mail bekommen. So ein Schrott. Hab E-Mail zum Passwort zurücksetzt angefordert, aber die kommt einfach nicht an. Oh Mann, Digga, wie kann man so krass nicht checken? Wir werden jetzt erstmal ganz kurz gucken, was Moji zu berichten hat. Denn Moji hat sich ein neues Auto gezogen. Und ich habe Moji auch schon einen herzlichen Glückwunsch-Memo dazu gesendet. Hey Bro, ich schwör, du bist einfach der Beste, Alter. Ich wusste nicht. Ich guck gerade auf Insta, ich sehe, der hat sich GT3 geholt. Ey, Digga, das ist einer der besten Pranks, die ich jemals gesehen habe. Dass die Leute einfach verarscht, dass du dir so einen Billigwagen rausgelassen hast. Und dann die nächsten Tage zu zeigen, was du dir wirklich geholt hast. Bester Mann. Ja, da bin ich mal krass gespannt, was jetzt als Auflösung kommt, weil es kann ja wohl nicht sein, dass er das Auto wirklich geholt hat. Was zum Fick, Nacho? Was war das? Hallo Freunde, ich bin's. Ich sitze hier auf der Couch, ihr seht richtig, Nacho ist gerade gesprungen wie ein kleines Reh. Ich habe einen Helm auf und sitze auf meiner Couch. Hier liegt ein Söckchen von mir, fragt mich nicht warum. Ich habe jetzt nicht aufgeräumt, nimmst du bitte nicht böse. Söckchen. Wisst alle, was abgeht, viele warten drauf. Was sehe ich denn da drüben? Kommt mir aber sehr bekannt vor, dieser Stoff und diese Farbe. Und gefällt mir auch die Zusammenfalltechnik von dem Teil hier. Viele haben drauf gewartet, Bruder. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Was mich höchstwahrscheinlich in die Insolvenz treiben wird. Aber es ist egal, es ist in Ordnung, es ist okay. Echt, lass egal. Uns einfach die Zeit genießen, solange ich noch ein bisschen Geld auf dem Konto habe. Okay, also ich habe mich jetzt hier auf die Couch gesetzt, Freunde, weil ich einfach nochmal, bevor ich euch das Auto jetzt gleich zeigen werde, ein, zwei Worte sagen. Und ich saß hier wirklich, also ich bin gerade Was sehe ich denn da an seinem Oberkörper? Es kommt mir aber auch schon sehr bekannt vor, dieses Teil, Digga. Parallel am Videoschnibbeln. Und ich habe jetzt zum allerersten Mal die Carporn gesehen vom Auto. Und ich Moji, Kuss geht raus. Danke fürs Tragen im Video. Sehr, sehr korrekt von dir, Mann. Ehrenmann. Ich saß hier wirklich, also ich habe mir hier auf der Couch angeschaut und ich saß hier wirklich 20 Minuten und habe über mein Leben philosophiert. Ich habe nachgedacht, ich habe versucht zu begreifen, was hier schon wieder passiert. Und Freunde, für die Leute, die mich schon länger verfolgen, Digga, was passiert hier? Ich kann es nicht verstehen. Könnt ihr es verstehen? Also checkt ihr, was hier gerade geht, Digga. Es ist einfach viel zu surreal gerade, Bruder. Wenn ich mir überlege, vor 3 Jahren, ich hatte kein Cash, Bruder. Ich war ein kleiner Spasti, der noch studiert hat. Ich bin immer noch ein Spasti, der jetzt sein Studium abgebrochen hat. Gut, dass er es selber erkannt hat. Aber es ist geistig. Ist krank, was alles passiert ist, Bruder. Und bevor ich euch jetzt das Auto zeige, muss ich wirklich, und ich weiß, ihr wollt es nicht mehr, weil ich schon sehr oft gesagt habe, aber Freunde, ich muss euch einfach Danke sagen, weil, Digga, ihr seid der Grund, warum ich das hier alles machen kann. Ihr seid der Grund, warum ich hier gerade meinen Traum leben kann. Ihr seid der Grund, warum ich mir so ein gestörtes Auto kaufen kann, was ich... Bruder, hätte mir vor 3 Jahren jemand gesagt, dass ich so ein Auto kaufe, hätte ich ihm ins Gesicht gespuckt. Okay, Freunde, ich will es auch gar nicht weiter in die Länge ziehen, weil ich weiß ganz genau, ihr wollt einfach nur das Auto sehen. Freunde, ich danke euch von Herzen. Ich weiß immer noch, warum ich das alles machen kann, wegen wem ich das machen kann, Bruder. Und das seid einfach ihr. Und noch eine Kleinigkeit vielleicht, bevor das Video gleich losgeht, Freunde. Bruder, ich muss aufpassen, dass ich nicht so emotional werde. Am Anfang, wo ich mir das Auto gekauft habe, Freunde, war ich mir nicht wirklich sicher, ob ich das Auto zeigen kann. Ihr wisst, wegen Privatsphäre und so und Leute erkennen dich dann, bla bla bla. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, was wäre ich denn für ein Bastard, Bruder, wenn ich mir dieses Auto kaufe und die Leute, die mir quasi dieses Auto ermöglicht haben, sehen es dann nicht mal, Bruder. Ich würde mich einfach nicht gut fühlen, sage ich ganz ehrlich. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Freunde, ich zeige euch das Auto. Es fühlt sich wirklich so an, als würde ich irgendwie morgen aufwachen und ich habe das gar nicht alles und so und das ist einfach alles. Ich fühle den Talk zu 100%, Digga, ohne Witz. Ein Traum. Das ist crazy, Freunde. Ich halte jetzt die Fresse. Lehnt euch zurück, genießt. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich zeige dann alles ausführlich, Bruder. Ich werde jeden Winkel dieses Autos filmen und drüber reden. Ich weiß auch nicht wirklich, wie ich euch das... Also, wie ich mich dafür bedanken kann, Bruder. Postchamp! Das ist einfach so krank. Okay, Freunde, ich halte jetzt die Fresse. Viel Spaß mit dem Video. Genau. Oh, 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 oh! Geil! Sehe ich hier einen Porsche? Oh ja, Baby! Es ist ein Porsche! I love you.
they took it. Und wann kommt jetzt der Wagen? What the fuck, Bro? Mochi, Junge! Geil, Alter! Geil, Junge! Ey, ich freue mich ohne Spaß. Ich freue mich brutal für Mochi. Sehr, sehr geiler Wagen. Sehr, sehr geiler Wagen, Bro. Sei dir vom Herzen gegönnt. GT3, damit machst du nichts falsch, mein Freund. Absolut korrekte Entscheidung. Sehr, 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 sehr wildes Ding. Ich kann nur sagen, Mochi, korrekter Typ. Ich mag den Typen unglaublich gerne. Vielleicht eines Tages kann ich vielleicht das Ding auch mal fahren. Vielleicht sogar hier in die Einfahrt die ein oder andere Felge noch mitnehmen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Moji Call. Nee, das muss jetzt nicht sein. Auf Moji habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade keinen Bock. Nee, aber jetzt mal ohne Witz. Also man muss wirklich sagen, Moji GT3, kranker Wagen. Ich kenne auch noch jemand anders, ein Kollege von mir. Unternehmer hat auch ein GT3. Ich bin einmal drin gesessen bisher und es ist ein wirklich sehr, sehr krankes Auto. Ja, wer ist der Kollege? Keine Ahnung. Auch so ein Unternehmer. Der dreht auch Videos. Und ja, GT3 wirklich ein kranker Wagen, brutaler Sound. Generell Porsche ist brutal. Deswegen kann man nur sagen, man gönnt Moji natürlich von Herzen. Moji ist ein korrekter Typ. Junge, was geht bei dir? Junge, du hast dir einen Porsche gezogen, Gott, was? Ich weiß es nicht, Digga. Ich weiß nicht, guck mal. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich stehe immer wieder vorm Spiegel und denke mir so, ja, so schlimm sieht's doch eigentlich gar nicht aus. Und dann, ich sehe mich selber in dieser Kamera und denke mir so, das bin doch nicht ich. Fettig aus. Fettig? Wir sind ja noch nass. Ach, du warst gerade duschen, oder? Ich war noch duschen, ja. Ja, also ich wollte dich eigentlich auch nur kurz anrufen und dir sagen, dass ich gesehen habe, dass du dir einen Porsche geholt hast. Und jetzt wollte ich fragen, ob wir vielleicht befreundet sein können. Geschickt hast, du kleines Arsch. Die habe ich dem Chat schon vorgespielt. Und ich habe in dem Video die ganze Zeit auf die Auflösung gewartet. Die kam aber einfach nicht. Was war denn da los? Ja, ich wollte dir sagen, alles Gute zum Geburtstag. Und ich hoffe, du hast viel Spaß mit dem Auto. Ich probiere kurz Worte von Herzen zu finden, okay? Ich weiß, du und ich, wir haben unsere Schwierigkeiten. Aber trotzdem weiß ich genau, du bist in meinem Herzen am richtigen Fleck. Der Wagen, den du dir geholt hast, ist echt schön und du hast ihn dir mit harter Arbeit verdient. Und ich hoffe, du bist glücklich. Pfeilchen sind blau, spazieren im Kot. Ich bin absolut bei dir. Danke dir für den Anruf. Hey, wir sehen uns. Mach's gut. Das ist ein ganz normales Gespräch zwischen Moji und mir. Das ist ein ganz normales Gespräch. So sehen unsere gesamten Sprachnotizen aus. Ah ja, genau, übrigens, die Jungs von Getreidetreu wollten, dass ich ihnen noch ein Intro mache. Das Wichtige ist, Chat, bei so einer Sache, ruhig an die Sache rangehen, okay? Nein, oh mein Gott! Wenn ich den Kanal jetzt noch abonniere und das Video like, dann ist mein Leben komplett over. Bis dann. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money. She says she wants my necklace. Put her on the guest list.